Heute stelle ich mir die Frage, was dieses kleine Päckchen mit dieser Lok zu tun hat. Ja, ihr werdet es sehen. Ja, nachher gleich bei mir nach dem Intro. Hallo, liebe Freunde des Gepflegtmodellbaus Märklin 800 oder Modelleisenbahn, elektrische Eisenbahn der 50er Jahre. Heute habe ich ein Einschreibenbrief bekommen. Also ist ehrlich gesagt schon ein paar Tage her, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich irgendwann im Laufe, es war Anfang des Jahres, hatte ich diese HR 800N erworben, war kein Tender dabei. Und ja, heute hat mich sozusagen dann dieses Briefchen erreicht. Ja, und da gucken wir jetzt mal nach, was da drin ist. Denn es hat etwas mit der Komplettisierung der HR 800 zu tun. Und dieser Brief erreicht mich aus Ulm. Ja, und aus meiner Sicht sozusagen Post des Märklin-Papsts, ja, von einem, ja, Eisenbahnfreund, wenn man das so sagen kann, den ich nun inzwischen schon ein bisschen kenne, ja, und ich freue mich immer wieder, ihn zu sehen, was leider viel zu selten ist, und er hilft mir immer wieder bei unterschiedlichen Themen. Und genau, jetzt schauen wir mal nach. Auch hier hat er mir nämlich geholfen. Und nun gucken wir mal, was hier drin ist. So, es ist wunderschönes Ölpapier. Toll. Klasse. Da muss ich sagen, jetzt gucken wir mal nach. Und ein Traum. Guckt euch diesen Tender an. Ein HR, also ein Tender 809 für die HR. Den hatte ich in einem ziemlich grauseligen Zustand erworben. Und der Eisenbahnfreund hat sich das angenommen und mir unter die Arme gegriffen. Und was ich anschauen, traumhaft. Wie neu. Echt Kohle. Ja, toll eingeklebt. Die Reifen, Räder, wie neu. Ha. Einfach toll, oder? Da freut sich die Lokomotive. Und nun schauen wir mal, stellen wir es mal zusammen. Und da sieht schon die Lok ziemlich alt aus im Vergleich zu diesem Tender. Aber ich muss mal sagen, passt hervorragend. Auch die Lok kriegt noch eine kleine Überarbeitung, dass ein paar Roststellen weggehen. Aber ich muss sagen, ja, unglaublich toll. Herzlichen Dank, wirklich herzlichen Dank. Magische Töne nach Ulm. Wirklich toll, freut mich sehr. Und bald kommt diese Lok mit dem Anhänger auf die Anlage. Dann werdet ihr sie mal fahren sehen. War schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf und immer schön auf den Gleisen bleiben.